Willkommen bei Wordconomy. Heute schauen wir uns an, was genau eigentlich hinter dem Begriff GmbH steckt. Anna und Tom sind beide im Einzelhandel tätig und haben nun vor, ihr erstes gemeinsames Unternehmen zu gründen. Die beiden angehenden Gründer informieren sich zunächst über mögliche Unternehmensformen. Heute wollen sich Anna und Tom über die Unternehmensform der GmbH informieren. Zunächst recherchieren beide die Grundlagen einer GmbH und finden heraus, dass die Abkürzung GmbH für Gesellschaft mit beschränkter Haftung steht. Das heißt, dass die Gesellschafter einer GmbH, also Anna und Tom, falls sie sich dazu entschließen, eine GmbH zu gründen, in der Regel nicht mit ihrem Privatvermögen haften, sondern lediglich die Kapitalmasse, also das Gesellschaftsvermögen, welches Anna und Tom in die GmbH einbringen würden, haftungspflichtig ist. Des Weiteren finden sie heraus, dass es sich bei einer GmbH um eine sogenannte Kapitalgesellschaft handelt. Das heißt, dass einer GmbH ein sogenannter Gesellschaftsvertrag zugrunde liegt, welcher einen gemeinsamen wirtschaftlichen Zweck der Gesellschaft und die Schritte zum Erreichen des gemeinsamen Zwecks formuliert. Der gemeinsame Zweck Annas und Toms GmbH wäre etwa das Betreiben eines wirtschaftlich erfolgreichen Einzelhandelsgeschäftes und das Vorhandensein eines besonders attraktiven Sortiments als Voraussetzung zum Erreichen des gemeinsamen Zwecks. Eine weitere Eigenschaft einer Kapitalgesellschaft ist die Tatsache, dass Kapitalgesellschaften Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsvorschriften zugrunde liegen. Die beiden angehenden Gründer sind sich nun also bewusst, dass die Gründung einer GmbH eine gewisse Summe an Kapital verlangt und dieses Kapital gewissermaßen eben geschützt bzw. erhalten werden muss. Außerdem finden Anna und Tom heraus, dass es sich bei einer GmbH um eine sogenannte juristische Person handelt. Als juristische Person werden Personenvereinigungen oder Zweckvermögen bezeichnet, welche eine sogenannte rechtliche Selbstständigkeit aufweisen. Somit kann die GmbH als juristische Person mit Rechten und Pflichten selbstständig am Rechtsverkehr teilnehmen. Zu guter Letzt finden Anna und Tom heraus, dass die GmbH nicht zweckbezogen ist. Das heißt, dass die GmbH für jeden erdenklichen Zweck gegründet werden kann, sofern der Zweck gesetzlich zulässig ist. Ein Einzelhandelsgeschäft als Gründungszweck ist somit für die beiden angehenden Gründer auf jeden Fall zulässig. Nachdem beide die Grundlagen einer GmbH recherchiert haben, versuchen sich Anna und Tom ein Bild über die rechtliche Grundlage einer GmbH zu machen. So finden beide heraus, dass die Gesellschafter einer GmbH ein Anrecht am Anteil des Gewinnes besitzen. Sobald das neu zu gründende Unternehmen also Gewinne erwirtschaftet, haben Lisa und Tom jeweils das Recht, einen Teil des Gewinnes einzubehalten. Und im Falle eines Verkaufs der GmbH steht Lisa und Tom der anteilige Liquidationserlös, also der anteilige Verkaufserlös der GmbH zu. Über einen Verkauf der GmbH wollen Lisa und Tom gar nicht weiter nachdenken und informieren sich daher direkt über die rechtlichen Organe einer GmbH. Die drei rechtlichen Organe einer GmbH sind der Geschäftsführer, hier müssen Lisa und Tom noch entscheiden, wer diese Position einnehmen soll, die Gesellschafterversammlung, bei der grundlegende Entscheidungen und Beschlüsse getroffen werden, sowie der Aufsichtsrat, welcher eine Überwachungsfunktion innehat, jedoch bei Lisas und Toms GmbH nicht zu tragen kommt, da der Aufsichtsrat erst bei größeren GmbHs mit über 500 Mitarbeitern rechtlich vorgeschrieben wird. Jetzt, wo beiden die rechtlichen Grundlagen einer GmbH bekannt sind, holen sich die angehenden Gründer Informationen bezüglich des Gründungsprozesses einer GmbH ein. Hier erfahren beide, dass die Gründung einer GmbH mindestens einen Gesellschafter voraussetzt. Gesellschafter sind entweder natürliche Personen, so wie Lisa und Tom, oder eben auch juristische Personen, wie beispielsweise eine andere GmbH. Wie das Gründerteam in Erfahrung bringen konnte, beträgt das Stammkapital, also das Mindestkapital bei der Gründung einer GmbH, in Deutschland 25.000 Euro. Da Lisa und Tom einiges beiseite gelegt haben und in der Lage waren, ein Darlehen zu günstigen Konditionen aufzunehmen, steht ihnen die Mindestkapitalanforderung bei Gründung ihrer GmbH also nicht im Wege. Des Weiteren wird ihnen mitgeteilt, dass die Entstehung einer GmbH erst nach Eintragung ins Handelsregister erfolgen kann. Die Eintragung ins Handelsregister ist also konstitutiv, was bedeutet, dass die Eintragung rechtserzeugend ist, die GmbH also, wie erwähnt, erst nach Eintragung ins Handelsregister entstehen kann.
Zu guter Letzt machen sich Lisa und Tom noch einmal über die Motivation der Gründung bzw. die Vorteile, die die Unternehmensform der GmbH mit sich bringt, bewusst. Ein großer Vorteil ist natürlich die Tatsache, dass die Gesellschafter einer GmbH lediglich beschränkt haften und ihr Privatvermögen somit im Regelfall nicht riskieren müssen. Außerdem weist die Gründung einer GmbH relativ geringe Gründungskosten im Vergleich zu anderen Unternehmensformen wie etwa eine Aktiengesellschaft auf. Diese Vorteile führen somit dazu, dass die GmbH in Deutschland die beliebteste bzw. häufigste Gesellschaftsform darstellt. Nach einigen Wochen Bedenkzeit entschließen sich Lisa und Tom, ihr Unternehmen in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen. Beide Gründer sind froh, im Vorfeld der Gründung ausgiebig über die Gesellschaftsform recherchiert zu haben, sodass böse Überraschungen vermieden wurden. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der GmbH zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.